So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Inside. Wir spielen weiter hier. Ja, die Taucherglocke können wir hinter uns lassen, Gott sei Dank. Fertig mit dem scheiß Wasserlevel da. Schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Strand. Am liebsten würde ich mich da jetzt hinlegen mit ein paar Bierli. Dazu eine schöne Zigarette rauchen. Herrlich. Raucht's nicht, liebe Kinder, raucht's nicht, das ist nur ungesund. So. Das kriegt er auf, der kleine Bur, okay. Eieiei, schau, dass da die Tür nicht auf den Kopf fällt. Okay, da ist schon wieder sowas. Ah, okay, gut, den kannst du nicht aufmachen. Dafür brauchen wir Hilfe. Okay. So. Schauen wir mal, wo dieses Teil ist, damit ich sie wieder fernsteuern kann. Schaut, wie weit das da nach hinten geht. Extrem, wirklich gut gemacht. So. Bin ich gespannt. Da geht es auf jeden Fall weiter. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurückrennen dann. Aha. Okay, da können wir noch nicht interagieren. Aber hier können wir interagieren. Kann ich da weiterrennen? Okay, irgendwas ist da hinten drinnen. Tun wir mal hier interagieren. 19. 18. Aha, okay, gut. Okay. Moment. Ich habe gerade den Strom eingeschalten. Das heißt, ich muss 19 von diesen Viechern finden. Okay. So, gehen wir mal rauf. Und die unten auf das Podest stellen. Alter, wie groß wird denn das jetzt? Okay, links und rechts geht's da weiter. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Let's Play nie begonnen. Na, Scherz nur. So. Okay, das scheint mir easy zu sein. Okay, dafür brauche ich noch welche, damit ich das überhaupt bewegen kann erst. Okay. Boah, Rätselspiele. Kann ich auch Wimmelbildspiele spielen, oder? So. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Dafür bräuchte ich sicher auch welche, die mich vielleicht. Nein, ich probiere es gar nicht. Die mich vielleicht darüber werfen. Ich probiere es gar nicht. Schaut nicht so danach aus, dass das funktionieren würde. So. So, mal ganz runter. Müssen wir halt unten beginnen. In der Mitte gibt es nämlich auch nichts. Ich brauche mal irgendetwas, damit ich sie überhaupt fernsteuern kann. Solange ich das nicht habe, bringt mir das ja nichts. So, wie weit ist das bitte? Alter! So, gehen wir mal links, würde ich sagen. Ha? So, da geht's nicht drauf, okay. Alter, dafür brauche ich auch, um das hier zu bewegen. Es gibt's ja. Okay, da ist ein Loch. Da ist ein Seil. Dafür brauche ich auch. Vielleicht können die mich sogar hochheben und mich darauf werfen. Kann ja möglich sein, ich weiß es nicht. Ich müsste mal was finden, damit ich sie überhaupt steuern kann. Und 19 Arschlöcher, Entschuldigung, 19 so welche komischen Viecher brauche ich. Da haben wir einen Hebel, das ist schon mal ein guter Ansatz für etwas, was ich alleine machen kann. Aha. Also da könnte ich runterklettern. Ob ich dann wieder raufkomme, ist natürlich eine andere Sache. So, bewegen wir das einmal. Okay.
Aha. Okay, dann wäre ich da auch runterkommen. Da ist was. Okay, gut, aber wie soll ich die fernsteuern, wenn ich... Okay, das haben wir schon mal geschafft. Das ist schon mal gut. Wie soll ich die fernsteuern, wenn ich nur auf dem Stand da bleiben kann? Hey, wieso? Achso, da geht's weiter nach rechts, okay. Ja. Ja. Aha, klettern kann er jetzt auch. Das hat er jetzt gelernt gerade. Okay. Okay, da geht's nicht weiter. Okay, das war zu schwach. Ein bisschen später losspringen. Ich glaube, das geht sich dann aus. So, jetzt. Ja. So, jetzt schwingen wir mal. Und schwupp. Jawohl. Und gleich nochmal. Und. Oh, jawohl, sehr gut. Das haben wir gut gemacht. Da gibt es noch ein Seil, wo ich nicht hinkomme, weil es anscheinend verschoben ist. Okay. Nein! Du sollst nicht. Ah, oh, du Wichser, du. Aber wir waren schon fast am Schluss. So, nochmal. Tut mir leid. Da mache ich jetzt keinen Cut. So, gleich nochmal rauf. Luft holen. Komm, 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 komm. Und gleich weiter. So. Dann gleich mal rauf da mit dir. Das gleiche jetzt nochmal. Das Problem ist, das Licht spiegelt extremst und ich sehe das nicht wirklich. Im nächsten Part werde ich irgendetwas vor meinen Fenster hängen, damit das nicht so spiegelt. So, das ist schon mal gut ausgegangen. Das ist sicher wirklich sehr gut ausgegangen da. Und schwupp! Jawohl, geht doch. So, und hier. Ah, okay. Okay, verstehe. So, die kommen mal jetzt einfach so hinterher. Wie viele sind das jetzt? Ich habe keine Ahnung. So. Okay. Ja, ich hab's gewusst, die können mich nehmen und irgendwo raufwerfen. So. Ihr folgt mir trotzdem? Sehr gut. Das heißt, wir werden jetzt da kurz interagieren, das Teil runterbringen, damit die da aufkennen. Damit ich die halt dann mitnehmen kann. So, alle Mann an Bord. Alles cool? Geht's euch gut? Den einen stoße ich gleich mal um. So, wir nehmen euch gleich ganz, ganz mit, ganz nach links zu diesem Laster, was da war. Da können wir auch irgendwas verschieben, ich weiß nur nicht was. Da, würde ich gerne rauf mal. Wenn es euch nicht stört. Na, ich glaube nicht. So, für irgendwas muss ja das auch da sein. Ist aber auch cool, dass ich jetzt da auf einmal. Ah, verstehe. So, zieht's mal da an.
Dann stellen wir das da drunter, zack, das wird schon so passen. Dann werft's mich bitte nochmal darauf. Und wupp, sehr gut. Sehr gut. Auf der Baustelle. So. Genau. Schiebt's den Dreck wieder da zurück. So, ihr bleibt mal ganz kurz da. Ich komme gleich wieder. Da können wir wieder raufklettern. So, wo kommen wir jetzt hin? Der Hintergrund schaut so geil aus. Ah, schon wieder sowas. Moment. Das wird wahrscheinlich nicht allzu hoch gehen. Deswegen schieben wir das da drunter. Ich glaube, das habe ich so richtig verstanden. Deswegen ist das auch da. Deswegen steht es auch oben drauf. Und schwupp. Bin ich gut oder bin ich gut? So, kommt's mit, Burschen. Ich brauche euch alle. Ich brauche insgesamt 19 Stück von euch. So, bitte geht's durchs Wasser. Gott sei Dank. Jetzt haben wir gedacht, sie haben Angst vor Wasser, vielleicht auch noch. So, dann sind wir mal mit unten fertig. Jetzt gehen wir mal rauf, würde ich sagen. Kommt mit. Schöne Ansammlung hier von, ich weiß nicht, lebenden Toten. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Auf jeden Fall ein bisschen makaber. Aber passt schon. Ich bin ja nicht der Spieleentwickler. So. Geh mal ganz rauf. Fahren wir mal ganz rauf, würde ich sagen. Links war ja der Käfig, den wir runterschieben müssen einfach. Und rechts war irgendetwas, damit sie mich rüberwerfen. Das müssen wir uns auch anschauen. Zuerst machen wir mal auf jeden Fall den Käfig. Das scheint mir mal das Leichteste da zu sein. Genug Leute habe ich ja jetzt, um den Käfig hoffentlich bewegen zu können. Hoffe ich. Da sind drei weitere drinnen. Genau, da unten ist auch noch einer drinnen. Den holen wir uns natürlich auch noch. Das ist schon böse. Okay, wurscht. Passt schon, passt schon, passt schon. Jetzt schauen wir mal nach rechts, würde ich sagen. Und dann gehen wir Mitte und links. Und dann gehen wir rechts. Da müssten wir eigentlich alle eingesammelt haben. Mehr fällt mir nicht ein. So, mal hier. Okay, die bleiben da stehen. Das ist schon mal gut. Aha, da ist ein Toter oder sowas. Interagieren können wir dann nirgends. Kann ich den mitzahlen? Tatsächlich. Okay, gut, der 19. ist tot. Verstehe. Da fangt's mich, sehr gut, und kommt's gleich wieder mit. So, jetzt gehen wir in die Mitte, nämlich. Dann gehen wir nach links und holen die von Käfig raus. Und der ganz links eingesperrt war, den holen wir uns jetzt auch noch. Da müssten wir eigentlich das Rätsel wieder gelöst haben. So, da liegt er. Eins, zwei, drei, sehr gut. Schließt euch uns an. Kommt Leute, wir gehen auf ein Bier. So, den sollten wir jetzt auch rauskriegen da. Mit der Mannschaft, die ich da habe. Packt's mal alle mit an und geht schon auf damit. Perfekt. Gehen wir kurz da rein. Nur mal kurz schauen, ob da irgendwas ist. Aha.
Da oben stehen auch noch welche. Okay, da geht's auf jeden Fall mal nicht weiter. Das heißt, ich muss da oben. Okay, gut, die müssen mich wieder rüberwerfen. Okay. Verstehe schon. Geh auf. Nein, was? Oh, Mausibär. Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. So. Okay, verstehe. Ich muss das da rüberbringen. Okay. Moment. Einmal runter. Und wenn es beim zweiten ist, ungefähr. Jetzt. Ah, okay, gut. Das war jetzt zu spät. Und ich muss es auch gedrückt halten. Okay. So, ganz kurz. Zack. Und. Zack. Ja. So, 1, 2, 3, 4 weitere dazu. Das müsste eigentlich jetzt reichen, oder? Ich zähle jetzt da nicht durch, das macht eh die Maschine für mich. Gott sei Dank. 17 Minuten haben wir dafür gebraucht für den Scheißtrick da. Ja, passt schon, Hauptsache wir haben's, oder? Hauptsache wir haben's. So, einfach gerade durch, das geht eh. Und dann rauf auf die Plattform mit euch. Und dann soll's passen, dann sollte eigentlich die Türe aufgehen. So, 19 Stück brauchen wir. Die folgen wir jetzt auch schon. 20 brauchen wir, okay. Und einer fehlt mir noch, das ist die Leiche da. So, wir machen jetzt aber hier Part Ende. Anscheinend kommen wir raus aus dieser Fabrik jetzt da. Nehme ich mal stark an, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was weiterhin so passiert. Auf jeden Fall extremst leibend. Gott sei Dank, ohne mich zu spoilern, ohne jetzt da um zu hampeln, ohne Schwierigkeiten, Gott sei Dank. Echt leibend. Cooles Spiel, muss ich echt sagen. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Auf jeden Fall, ich wünsche euch was. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.